Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum SG Active Trading Webinar. Mein Name ist Meron Bihan und ich vertrete an diesem wunderschönen Mittwochabend Holger Fertig als Moderator. Heute darf ich Oliver Baron von Börse Go begrüßen. Im Webinar geht es heute um die aktuelle Zins- und Inflationsentwicklung. Darauf aufbauend werden wir die Aktienmärkte fundamental und natürlich auch charttechnisch unter die Lupe nehmen. Zuvor noch ein kleiner rechtlicher Hinweis. Dieses Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider, die im Bereich der Hebelprodukte Erfahrung gesammelt haben. Alle die hier im Webinar beschriebenen Produkte dienen nur zu Informationszwecken und sollen nicht als Empfehlung gesehen werden. Darüber hinaus sollte man auch beachten, dass Hebelprodukte ein hohes Risiko haben. Darunter fällt der Totalverlustrisiko und zum anderen muss man auch beachten, dass das Ausfallrisiko des Emittenten bei Hebelprodukten eine besondere Rolle spielt. So, dann noch ein weiterer Hinweis, sondern auch, was wir noch neben unseren Webinaren hier bei der Société Générale anbieten. Das sind zahlreiche Services, unter anderem unser IDS Daily, wo Sie börsentäglichen Newsletter erhalten mit zahlreichen Analysen über den DAX oder ausgewählten Aktien, unser IDS Magazin, was einmal kostenlos zu Ihnen geschickt wird im Monat. Und ja, und auch wie dieses Webinar haben wir auch noch ein anderes Webinar, nennt sich Märkte im Fokus, das am Montagmorgen um 9 Uhr beginnt. Ja, nun, dann würde ich Sie nicht länger noch auf die Folter schlagen wollen und begrüße nochmal den Oliver Baron. Guten Abend, Oliver. Hallo, guten Abend, schönen guten Abend an alle Teilnehmer und vielen Dank für die nette Einführung. Ich muss jetzt mal schauen, wie ich meinen Bildschirm erstmal übertrage, damit es von der technischen Seite her klappt. So, jetzt müsste mein Bildschirm zu sehen sein. Noch nicht ganz. Noch nicht? Jetzt. Ah, okay. Ja, ich weiß, möglicherweise liegt es auch irgendwie an der Internetübertragung oder so. Der Computer ist auch irgendwie. War Jetzt. vorher etwas langsam, aber jetzt, wenn es jetzt passt, wunderbar. Gut, vielen Dank. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite auch an Sie. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich teilnehmen. Es ist ja ein schöner Abend heute Abend und schönes Sommerwetter. Ich denke, viele haben es da auch leider nicht so leicht ins Webinar gefunden. Umso besser, umso mehr freue ich mich natürlich, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Ja, es wurde eben schon gesagt, es soll einerseits um die Inflations- und Zinsentwicklung Abend gehen und natürlich auch einen Blick allgemein auf die Aktienmärkte. Ich werde in der ersten Hälfte des Webinars die Aktienmärkte von der fundamentalen Seite unter die Lupe nehmen und dann im zweiten Teil auch nochmal ganz konkret charttechnisch, wobei ich das mit einem besonderen Indikator machen werde, mit dem Ichimoku Kinko Hyo. Das ist ein aus Japan stammender Indikator, ja, aus meiner Sicht den Vorteil eben hat, dass man da sehr systematisch vorgehen kann, um den Aktienmarkt auszuwerten. Es ist weniger subjektiv, es ist weniger den subjektiven Einschätzungen des Analysten überlassen, was dann am Ende herauskommt, sondern es gibt da sozusagen ein klares Schema, nach dem man vorgeht und ein klares Schema, nach dem man dann sozusagen die charttechnische Situation auswerten kann. Hat natürlich Vorteile und Nachteile. So ein systematisches Vorgehen kann Vorteile haben, wenn es gut zum Markt natürlich gerade passt. Es ist im Prinzip ein trendfolgender Indikator. Also in Trendmärkten funktioniert sowas natürlich sehr, sehr gut oder kann sehr gut funktionieren, da die richtigen Trends zu erwischen. Aber natürlich funktioniert nichts in jedem Markt und in einem Seitwärtsmarkt oder so wird man damit natürlich dann unter Umständen auch große Verluste einfahren. Die Sicherheitshinweise zu Beginn wurden ja schon erwähnt und es ist natürlich am Aktienmarkt immer so, sichere Aussagen sind natürlich grundsätzlich nicht möglich und ja, es ist natürlich auch bei so einem systematischen Vorgehen dann immer noch der individuellen Entscheidung natürlich überlassen, was man mit so einer Information anfängt, inwiefern man einer solchen Auswertung vertraut oder eben auch nicht vertraut. Und das kann man dann natürlich auch statistisch auswerten. Das will ich heute Abend aber gar nicht machen, sondern ich will Ihnen einfach die Vorzüge des Ichimoku Kinko Hyo ein bisschen erläutern. Ich werde Ihnen auch genau erklären, wie es funktioniert. Sie können den Indikator dann mit Guidance auch beliebig auf Ihre eigenen Basiswerte sozusagen anwenden und dann schauen, ob Sie daraus irgendeinen Nutzen ziehen können oder auch nicht. Das bleibt dann natürlich auch in diesem Sinne Ihnen persönlich überlassen.
Ja, zu Beginn möchte ich aber auch so ein bisschen aus der fundamentalen Perspektive auf den Aktienmarkt schauen. Ich komme auch eher von der fundamentalen Seite, während ja bei Gotmore Trader und Guidance die meisten eigentlich Charttechniker sind, komme ich eher von der fundamentalen Seite und ich möchte mich dem Markt auch ein bisschen von der fundamentalen Seite nähern. Ja, und Sie haben es wahrscheinlich auch schon öfters gehört, es gibt die Zeitgenossen, die sagen, ja, der Markt ist eigentlich schrecklich überbewertet. Man muss sich ja nur mal zum Beispiel anschauen, wie die US-Aktienindizes seit 2009 gelaufen sind. Der Nasdaq-Index oder beim Nasdaq reicht es auch schon zu schauen gegenüber dem Corona-Tief. Da hat er sich ja auch schon vervielfacht sozusagen inzwischen wieder. Also die Aktienmärkte sind eigentlich seit der Finanzkrise 2009 extrem gut gelaufen, mit der Ausnahme des Corona-Crashs. Und da gibt es nicht wenige Zeitgenossen, die meinen, die Aktienmärkte sind jetzt heillos überbewertet. Und dafür gibt es natürlich auch gute Argumente. Ja, und ein bekannter Anleger, der das so sieht, den sehen Sie hier, das ist der Michael Burry, den sehen Sie im linken Foto. Im rechten Foto sehen Sie ihn dargestellt von Christian Bale in dem Film The Big Short, wo es um die Finanzkrise von 2008 geht. Wenn Sie sich für Wall Street, wenn Sie sich für die Börsen interessieren, dann ist es auf jeden Fall ein guter Filmtipp für Sie. The Big Short, ein sehr sehenswerter Film, in dem ein paar Star-Anleger sozusagen gezeigt werden, die den Kollaps des Häusermarktes damals sozusagen vorhergesehen haben und auch gutes Geld damit verdient haben. Und zu diesen Anlegern gehörte auch Michael Burry, ein klassischer Value-Anleger. Sie wissen, Value-Anleger, das sind Anleger, die suchen sozusagen nach fundamental unterbewerteten Aktien zum Beispiel oder anderen Wertpapieren. Warren Buffett ist natürlich der bekannteste Value-Anleger. Ja, und der erste Value-Anleger sozusagen, von dem auch Warren Buffett das mehr oder weniger gelernt hat, war Benjamin Graham, bei dem auch, ja, der war, Benjamin Graham war auch der Professor von Warren Buffett damals. Und Warren Buffett hat eine Zeit lang für Benjamin Graham auch gearbeitet und auf den ging sozusagen dieses Value-Konzept zurück. Und was bedeutet Value? Value Investing bedeutet, wie eben gesagt, man sucht nach Wertpapieren, nach Aktien, nach anderen Vermögenswerten, die fundamental betrachtet mehr wert sind als das, für was sie aktuell sozusagen an den Finanzmärkten gehandelt werden. Und so ein Anleger ist auch Michael Burry, der beschäftigt sich sozusagen mit der Frage, was ist eine Aktie eigentlich fundamental wert? Was steckt an Gewinnen des Unternehmens dahinter? Sind die Bewertungen gerechtfertigt oder nicht? Ja, und auf Twitter hat Michael Burry vor einiger Zeit geschrieben, die Leute fragen mich immer, was eigentlich gerade los ist in den Märkten. Und es ist ganz einfach. Es ist die größte spekulative Blase aller Zeiten in allen Dingen. Ja, und zwar bei zwei Größenordnungen, also ja, Faktor 100 sozusagen sogar. Also Michael Burry sieht hier eine heillose Überbewertung, vor allem an den Aktienmärkten, aber auch an Rohstoffmärkten und so weiter, Immobilienmärkten. Ja, und ist es tatsächlich so, wenn man sich ganz einfach mit Daten dem nähern möchte, kann man zum Beispiel an das Schiller-KGV denken. Sie kennen das Kurs-Gewinn-Verhältnis, auch das gehört sozusagen zum Handwerkszeug des Value-Investors oder zum Einmaleins des Value-Investors. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis wird sozusagen der Kurs einer Aktie durch den Gewinn je Aktie geteilt, den das Unternehmen eben erwirtschaftet pro Aktie. Ja, und je höher dann diese Zahl, desto höher ist dann eben zum Beispiel eine Aktie bewertet. Also bei einem KGV von 10 würde das bedeuten, dass es sozusagen 10 Jahre dauert, bis das Unternehmen das an Gewinnen erwirtschaftet, was Sie für diese Aktie bezahlen, wenn Sie diese Aktie kaufen. Und Sie wissen ja, durch den Kauf einer Aktie werden Sie zum Miteigentümer sozusagen eines Unternehmens, profitieren eben von dessen wirtschaftlicher Entwicklung im Idealfall. Ja, und ein Value-Anleger würde sozusagen nach günstigen Aktien schauen, wobei man dazu sagen muss, dass Warren Buffett oder so natürlich nicht strikt nur nach KGV gehen. Ganz im Gegenteil, Warren Buffett hat in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, auch immer mehr sozusagen die Qualität des Unternehmens mit einbezogen. Und Warren Buffett ist bekannt dafür, dass er für qualitativ hochwertige Unternehmen, also die stabile Gewinne haben, die auch ja, steigende Gewinne haben, die wachsen langfristig, die einen Wettbewerbsvorteil haben. Da ist Warren Buffett dafür bekannt, dass er durchaus auch höhere KGVs sozusagen ja,
zulässt, während sozusagen der klassische Value-Ansatz sozusagen bedeutet, ich schaue nach dem, was wirklich sehr günstig aussieht und fokussiere mich auf das. Ja, beim Schiller KGV bewertet man jetzt nicht eine einzelne Aktie, sondern beim Schiller KGV, das bezieht sich auf den S&P 500, ja, der ja ein ziemlich marktbreiter Index ist, der eben den US-Aktienmarkt abbildet. Und das sieht man hier sehr, sehr in dieser Kurve eben dargestellt. Der Schiller KGV geht auf Robert Schiller zurück. Ja, und wie berechnet man diese Schiller KGV im Gegensatz zum normalen KGV? Ich habe es gesagt, geht es nicht um ein Unternehmen oder um eine Aktie, sondern es geht um den Gesamtmarkt sozusagen. Also man betrachtet die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 und deren Kurse. Und man betrachtet es auch nicht für ein Jahr, sondern man betrachtet es für die letzten 10 Jahre immer rückblickend sozusagen, um dann auch Unterschiede im Wirtschaftszyklus, also das Auf und Ab der Konjunktur sozusagen auszugleichen, also um sozusagen die zugrunde liegende Gewinnkraft eines Unternehmens einschätzen zu können und nicht ja und nicht die Extreme, die eben von einer besonders gut gehenden Konjunktur oder Ähnlichem ausgelöst werden. Ja, und wir sehen hier, dass das Schiller KGV und was ich noch vergessen habe zu sagen, Schiller KGV ist auch inflationsbereinigt. Also die Gewinne der Unternehmen der letzten 10 Jahre werden auch mit der Inflationsrate sozusagen bereinigt, um den Inflationseffekt auch rauszurechnen. Ja, und wenn man das eben macht, was kommt dann raus? Dann sieht man eben beim Schiller KGV, dass wir aktuell eine extrem hohe Bewertung haben. Im langfristigen Mittel liegt das Schiller KGV so ungefähr bei 17. Also wenn man jetzt über die gesamten Jahre, Sie sehen, das geht hier zurück im Prinzip bis 1880, wenn man hier die Gewinne, die Kurse beziehungsweise Schiller KGV aus den Kursen und den Gewinnen der Unternehmen im S&P 500 berechnet, dann liegt der Mittelwert so ungefähr bei 17 und Sie sehen, dass es natürlich immer wieder starke Untertreibungen nach unten und auch nach oben gab. Zum Beispiel am Vorabend der Weltwirtschaftskrise 1929 gab es hier einen starken spekulativen Boom sozusagen, wo das Schiller KGV erstmals über den Wert von 30 ging. Das hat man damals natürlich nicht berechnet. Das ist jetzt nur rückwirkend berechnet sozusagen. Damals gab es schon so eine sehr große Übertreibung. Dann gab es um die Jahrtausendwende eine riesige Übertreibung. Das war die Internetblase. Da wurden die allerhöchsten Werte sozusagen in der Geschichte erreicht. Da lag der Schiller KGV längere Zeit über 40 sogar. Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon wieder ganz in der Nähe von so einem Bereich. Jetzt sind wir wieder bei auf Höhe von ungefähr von einem Wert von knapp unter 40, also hier 38 ungefähr. Und so hoch war der Schiller KGV tatsächlich zuvor eben nur im Vorfeld und dann im Nachgang zur Internetblase um das Jahr 2000, wo schon mal so eine sehr riesige Überbewertung am Aktienmarkt sozusagen gab. Also die Kurse im Verhältnis zu den Unternehmensgewinnen eben äußerst hoch waren. Jetzt gibt es allerdings natürlich auch gute Gründe, mit denen man begründen kann, warum die Kurse so stark gestiegen sind und warum die Bewertungen aktuell so hoch sind. Ist ja nicht nur an den Aktienmärkten so. Es ist ja auch so, wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie eine Immobilie kaufen oder ähnliches, die Immobilienpreise sind ja auch extrem stark gestiegen, haben ja auch Niveaus erreicht, wo in Großstädten oder so Normalsterbliche sich Immobilien eigentlich gar nicht mehr leisten können. Also auch an den Immobilienmärkten eine ganz ähnliche Entwicklung mit sehr stark gestiegenen Bewertungen. Ein wichtiger Grund dafür, vielleicht sogar der wichtigste Grund dafür, ist, dass das Zinsniveau eben extrem stark gesunken ist seit den 80er Jahren. Man sieht hier die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen abgebildet. Ja, und in den 80er Jahren, da lag die mal bei über 14% eine Zeit lang, beziehungsweise sogar bei über 15%. Kurzzeitig und also von diesem sehr hohen Zinsniveau sind die langfristigen Zinsen eigentlich ziemlich kontinuierlich, muss man sagen, und auch die kurzfristigen Zinsen extrem stark gesunken. Auch da gehen die Erklärungen auseinander, woran das eigentlich genau liegt. Also je nachdem, wie man sozusagen auch auch das gesellschaftlich beurteilt oder mit welcher Brille man das beurteilt, gibt es da ganz unterschiedliche Erklärungsansätze.
Der eine Erklärungsansatz ist ganz einfach, dass die Wirtschaft auch langsamer wächst, dass die Inflation nicht mehr so hoch ist und dieses geringere Wachstum und diese geringere Inflation haben dann auch dazu geführt, dass die Zinsen stark gesunken sind. Andere führen das eher auf die Notenbanken zurück, die sozusagen die Zinsen im kurzfristigen Bereich, wo sie die Zinsen ja direkt steuern sozusagen, also bei 10-jährigen Anleihen steuern die Notenbanken das Zinsniveau nicht direkt, aber bei sehr kurzfristigen Anlagen, da steuern die Notenbanken mehr oder weniger das Zinsniveau direkt durch ihre geldpolitischen Entscheidungen. Ja, und die Notenbanken haben in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, muss man sagen, die Zinsen auch immer weiter gesenkt. Gab natürlich auch genügend Anlässe dafür, die Finanzkrise zum Beispiel, in deren Folge dann die Zinsen stark gesenkt wurden oder jetzt auch wieder die Corona-Krise, wo die Notenbanken auch durch Zinssenkungen und dadurch, dass sie eben sehr viel Geld gedruckt haben, sehr viel Anleihen aufgekauft haben, hier für diese geldpolitische Lockerung gesorgt haben, also indirekt Liquidität in die Märkte gepumpt haben und damit auch das Zinsniveau eben gedrückt haben. Und das ist natürlich auch ganz bewusst so. Die Notenbanken wollen ja, dass mehr konsumiert wird, dass mehr investiert wird sozusagen. Und beides fällt natürlich bei einem niedrigen Zinsniveau leichter, weil dann auch die Wirtschaftsteilnehmer eher sozusagen bereit sind, sich zu verschulden, wenn sie nur niedrige Zinsen zahlen müssen. Dann lohnt sich eher auch den Konsum oder die Investition sozusagen auf Pump zu finanzieren und sich da eben ja günstig zu verschulden, wenn es eben günstig geht. Und wenn die Zinsen natürlich nahe Null sind, dann gibt es sozusagen ja dann gibt es die Kredite mehr oder weniger kostenlos, wenn man so möchte. Und dann fällt es natürlich auch leichter auf Pump zu konsumieren oder zu investieren. Und das ist ja genau das, was die Notenbanken eigentlich auch erreichen wollen. Sie wollen ja dadurch die Wirtschaft sozusagen wieder ankurbeln. Ja, und ich hatte Ihnen vorher gezeigt, die Schiller-KGV so hoch wie eben nur in der Internetblase rund ums Jahr 2000, rund um die Jahrtausendwende aktuell. Aber das Bild, ja, relativiert sich so ein bisschen, wenn man die Bewertungen der Aktienmärkte anhand des Schiller-KGVs eben ins Verhältnis zu den Bewertungen der Anleihen setzt. Ich möchte es jetzt gar nicht so im Detail erläutern, aber ganz grob, also man kann auch bei Anleihen sozusagen so eine Art KGV in Anführungszeichen errechnen. Ist dann einfach der Kehrwert der Rendite oder sie teilen einfach 100 durch die Rendite in Prozent sozusagen und dann haben sie sozusagen eine Art Anleihen-KGV, also so eine Art das Inverse sozusagen der Anleiherendite. Ja, und wenn Sie dann dieses Aktien-KGV bzw. Schiller-KGV ins Verhältnis zu diesem Anleihe-KGV setzen, dann sehen Sie, dass diese dramatische Überbewertung heute eben nicht mehr gegeben ist. Ganz im Gegenteil. Klar, die Aktienmärkte sind zwar sehr teuer bewertet, aber Anleihen sind eben auch sehr teuer bewertet in dem Sinne, dass sie eben kaum noch Rendite abwerfen. Und wenn Anleihen natürlich kaum noch Rendite abwerfen, dann lohnt sich es auch eher in Aktien zu investieren. Anleihen versprechen ja so eine Art Sicherheit sozusagen und ja, früher war das sozusagen eine Art sichere Rendite und heutzutage werfen aber Anleihen praktisch kaum noch eine positive Rendite ab, real schon mal gar nicht. Also wenn man die Inflationsrate dann noch abziehen würde sozusagen von der Anleiherendite, dann hat man sogar negative Realzinsen. Das heißt, festverzinsliche Anlagen lohnen sich auf lange Zeit sozusagen eigentlich überhaupt nicht. Man vernichtet damit sogar Geld. Also nominal wird es zwar vielleicht ein bisschen mehr noch bei US-Staatsanleihen, da liegt der Zins jetzt so bei 1,3% oder so bei 10-jährigen Staatsanleihen. Also da bekommen Sie dann zwar 1,3% pro Jahr mehr, aber wenn die Inflationsrate natürlich wie zuletzt bei 5% liegt, dann haben Sie real natürlich nichts gewonnen, sondern haben Sie real sogar deutlich verloren noch, weil Sie haben dann zwar 1,3% mehr Geld, aber die Preise sind natürlich auch in der Zeit viel teurer geworden und Sie haben sozusagen an realer Kaufkraft nichts hinzugewonnen in der Zeit. Deswegen muss man sozusagen auch noch die Inflationsrate abziehen und wenn man das eben macht, dann sind die Zinsen sowohl in Europa als auch in den USA, die Realzinsen, die sogenannten Realzinsen im negativen Bereich. Das bedeutet, wenn man die Inflation von Zinsniveau abzieht, dann verdient man mit festverzinslichen Anlagen kein Geld, sondern verliert auf jeden Fall Geld.
Ja, und wenn man das eben mit einbezieht, also dass die Anleihenmärkte auch extrem hoch bewertet sind, beziehungsweise die Zinsen extrem niedrig sind, dann sieht es schon gar nicht mehr so eindeutig aus, dass die Aktienmärkte hoch bewertet sind. Ganz im Gegenteil, dann liegt das aktuelle Bewertungsniveau eher so im langfristigen Rahmen, wenn man so möchte. Und da gab es dann um die Jahrtausendwende ebenfalls eine sehr hohe Bewertung. Sie sehen es ja, damals waren die Zinsen noch deutlich höher. Damals gab es noch mehr als 5% Zinsen oder so. Ja, und obwohl wir heute ein ähnlich hohes Schiller-KGV haben wie damals, ist die Situation an den Anleihemärkten eben was ganz anderes. Wir haben ein viel niedrigeres Zinsniveau und dann sind eben zu einem gewissen Grad auch höhere Bewertungen der Aktienmärkte durchaus gerechtfertigt, kann man zumindest argumentieren. Ich habe schon gesagt, ein wichtiger Treiber für die Entwicklung an den Aktienmärkten waren natürlich die Notenbanken. Man sieht hier die Bilanzsumme der US-Notenbank Fed. Also was die US-Notenbank Fed an Bilanzwerten sozusagen in ihrer Bilanz hat und dieses Quantitative Easing, was sie nach der Finanzkrise das erste Mal gemacht hat und dann auch ja, nach der Corona-Krise wieder reaktiviert hat, das funktioniert eben so, dass die Fed mehr oder weniger Geld druckt, also aus dem Nichts erzeugt und damit Anleihen aufkauft, Staatsanleihen aufkauft von den Banken. Also sie kauft den Banken Staatsanleihen ab, nimmt die in ihre Bilanz, dadurch steigt die Bilanzsumme der Fed sozusagen an. Ja, und ist praktisch eine Bilanzausweitung. Also auf der einen Seite hat die Fed mehr Vermögenswerte in der Bilanz, auf der anderen Seite hat sie aber auch natürlich auch höhere Verbindlichkeiten in der Bilanz. Die Bilanz ist ja immer ausgeglichen. Auf jeden Fall kann man anhand der Bilanzsumme eben ablesen, ja, wie viel Geld die Notenbank mehr oder weniger in die Wirtschaft gepumpt hat. Und wie Sie sehen, vor 2008 war das eigentlich eine sehr konstante Entwicklung. Also ganz leicht ist die Bilanzsumme zwar ebenfalls gestiegen. Ganz langfristig steigt die Bilanzsumme eigentlich schon immer der Notenbanken auch ganz leicht. Ist durchaus verständlich. Die Wirtschaft wächst ja mit der Zeit auch. Die Geldmenge wächst mit der Zeit auch. Und entsprechend ist sozusagen ein geringfügiges Wachstum durchaus ganz normal. Aber zur Bekämpfung der Finanzkrise, dann hat die Fed das erste Mal ihre Bilanz deutlich ausgeweitet durch diese QE-Programme, wo sie eben Anleihen aufgekauft hat. Das hier war das erste QE-Programm, dann gab es nochmal ein zweites und dann sogar nochmal ein drittes hier. Ja, und dann ab 2018, 2019 hat die Fed allerdings begonnen, dann ihre Bilanzsumme wieder etwas zu verringern. Das ging aber nicht lange gut. Das ging eigentlich nur bis 2019 gut. Und dann schon vor der Corona-Krise, so ab September 2019 eigentlich, hat die Fed wieder damit begonnen, ihre Bilanzsumme auszuweiten, weil es im Hintergrund am Anleihenmarkt im Gebälk sozusagen geknirscht hat und es da schon wieder so zu, ja, so fast krisenhaften Zuspitzungen mehr oder weniger kam. Da hat die Fed dann schon wieder angefangen, Geld in die Märkte zu pumpen. Und ja, als dann die Corona-Krise losging, dann hat sie sozusagen so viel Geld in die Märkte gepumpt wie vorher noch nie. Also die Bilanzsumme hat sich da von etwas mehr als 4 Billionen US-Dollar innerhalb kurzer Zeit auf über 7 Billionen US-Dollar erhöht. Ja, und dann im Nachgang eben noch weiter. Und ja, die Fed pumpt noch immer ungefähr 120 Milliarden Dollar pro Monat in die Märkte über ihre Anleihenkäufe. Und es wird jetzt sehr spannend sein zu sehen, eben wann die Fed damit beginnen wird, das zu reduzieren. Dass sie das irgendwann reduzieren muss, ist ziemlich klar. Das liegt eben auch daran, hier nochmal die Geldmenge M1, das ist sozusagen die Geldmenge, wenn man die gesamte Geldmenge, die auf Girokonten liegt, betrachtet. Auch hier sehen Sie, hat die Corona-Krise dazu geführt, ja, zu einer extremen Explosion der Geldmenge, wenn man so möchte. Sowohl in den USA als auch in der Eurozone. Man muss dazu sagen, in den USA wurde ausgerechnet hier im Mai 2015 die Definition allerdings der Geldmenge M1 etwas geändert. Und deswegen ist es eigentlich nicht mehr direkt vergleichbar. Also der große Sprung hier hat nicht nur was mit der Geldpolitik zu tun, zwar auch zu einem gewissen Grad. Das lässt sich aber gar nicht so klar abgrenzen, weil hier auch die Definition der Geldmenge M1 ein bisschen verändert wurde und die Statistik deswegen nicht mehr genau das Gleiche anzeigt wie damals. Also diese Grafik ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Aber man sieht, in der Eurozone ist im Prinzip das Gleiche passiert. Ja, das Geldmengenwachstum
hat hier durch die Corona-Krise nochmal einen richtigen Schub bekommen. Also die Geldmenge wurde extrem ausgeweitet. Das liegt vor allem an den Notenbanken, aber es liegt auch an den Geschäftsbanken. Es liegt auch daran, dass das Zinsniveau einfach so niedrig ist und dann natürlich wieder mehr Kredite vergeben werden. Ja, und ein Ergebnis dieser Geldmengenausweitung sieht man schon, nämlich dass die Inflationsrate stark angestiegen ist. Dieser starke Anstieg der Inflationsrate ist natürlich nicht nur auf die Geldmengenausweitung zurückzuführen, sondern ganz im Gegenteil hat auch was damit zu tun, dass durch die Corona-Krise natürlich eine Zeit lang auch das Angebot stark eingeschränkt war und als dann sozusagen die Restriktionen wieder aufgehoben wurden. Da gab es dann auf einmal einen großen Nachfrageschub, der auf eine immer noch geringe, auf ein immer noch geringeres Angebot gestoßen ist, einfach weil die zum Beispiel Restaurants oder so gar nicht nachkamen, genügend Leute wieder einzustellen und Ähnliches. Also die Kapazitäten waren noch gar nicht so wie vor der Corona-Krise, aber die Nachfrage war teilweise höher. Ja, und wenn natürlich eine große Nachfrage auf ein beschränktes Angebot trifft, bei den Halbleitern zum Beispiel gab es ja auch große Engpässe. Sie wissen ja, von den Chips wird ein ganz, ganz großer Teil wird im Prinzip in Asien hergestellt von sogenannten Auftragsfertigern. Auch viele US-Unternehmen, die stellen diese Chips ja gar nicht selber her, sondern die haben im Prinzip da ja zwei, drei große Unternehmen gibt es da in Asien, die das im Prinzip für alle großen US-Konzerne auch machen, dass sie diese Halbleiterelemente herstellen. Da ist auch sehr viel Know-how eben nach Asien abgewandert. Das gibt es teilweise in den USA gar nicht mehr oder in Europa. Taiwan Semiconductor ist zum Beispiel so ein Unternehmen, der sich darauf spezialisiert hat, Halbleiterelemente herzustellen. Ja, und die kamen dann auch mit der Produktion teilweise gar nicht mehr hinterher, weil die Nachfrage eben so stark explodiert ist. Und ja, das führt dann eben natürlich auch zu einem Anstieg der Inflationsrate. Und in den USA lag die Inflationsrate eben zuletzt schon bei 5,4% im Juni. Und das ist natürlich deutlich von dem eigentlichen Ziel von 2%, das sich die US-Notenbank eben gesetzt hat, deutlich entfernt. Die US-Notenbank argumentiert allerdings so, die sagt eben, das sind jetzt hier vor allem temporäre Effekte. Durch diese temporären Effekte muss man auch ein Stück weit hindurchschauen. Die Inflation war davor lange Zeit auch zu niedrig. Das stimmt auch. Also so ungefähr bis 2017 in den USA war die Inflationsrate lange Zeit deutlich unter 2%. Und die Fed hat ihr Inflationsziel schon letztes Jahr in weiser Voraussicht ein bisschen abgeändert und schaut jetzt mehr so auf die längere durchschnittliche Inflation und ist also durchaus bereit, auch vorübergehend hier eine erhöhte Inflation zu tolerieren. Ja, es wird aber natürlich trotzdem spannend, weil ja, wenn die Inflationsrate dauernd für längere Zeit so hoch bleibt, dann wird die US-Notenbank natürlich mehr oder weniger gezwungen sein, ihre geldpolitische Unterstützung der Märkte wieder zurückzufahren, einfach weil sonst das ja alles aus dem Gefüge gerät, mehr oder weniger, und es dann auch zu offensichtlich wäre, dass sozusagen das Inflationsziel von 2% nicht eingehalten wird. Also es dürfte ganz interessant sein zu sehen, wie sich das in den kommenden Monaten, Jahren entwickelt. Und also an einer geldpolitischen Straffung durch die Notenbanken führt eigentlich kein Weg vorbei. Und das bedeutet dann natürlich auch oder könnte zumindest auch Gegenwind für die Aktienmärkte bedeuten, die jetzt eben viele Jahre lang auch von dieser ultralockeren Geldpolitik der Notenbanken stark profitiert haben. Nochmal kurz zurück zur Ausgangsfrage. Haben wir jetzt eine große Investmentblase? Haben wir eine große Spekulationsblase oder nicht? Und da gibt es eine ganz hilfreiche Auswertungsmethode. Und zwar basiert es darauf, dass man einfach von der 10-jährigen Anleiherendite die kurzfristigen Zinsen abzieht. In dem Fall ist es hier einfach der Leitzins der Fed, also der US-Notenbank, der von der US-Notenbank festgesetzt wird. Man kann aber auch, verbreitet ist auch zum Beispiel von der 10-jährigen Anleiherendite die 2-jährige Anleiherendite abzuziehen. Aber hier ist jetzt der Fed-Leitzins. Ja, und was man dann sieht, eigentlich vor jedem größeren Crash oder vor jeder Rezession, zumindest in den letzten 2, 3 Jahrzehnten, hat es gut funktioniert. Davor hat es auch teilweise funktioniert, aber nicht so gut wie jetzt bei den letzten drei Krisen. Bei den letzten drei Krisen war es auf jeden Fall so, dass hier
dass hier diese Zinsdifferenz sozusagen in den negativen Bereich gerutscht ist. Was bedeutet das? Ja, in diesem Fall waren die kurzfristigen Zinsen sozusagen höher als die langfristigen Zinsen. Und das ist sozusagen ein untrügliches Warnsignal. Ja, weil das letztlich bedeutet, das langfristige Zinsniveau hängt auch immer von den Wachstums- und Inflationserwartungen ab. Und wenn sozusagen davon ausgegangen wird, dass das Wachstum auf lange Sicht sehr niedrig sein wird, das kurzfristige Zinsniveau im Vergleich dazu aber sehr hoch ist, dann bildet sich hier eben so eine negative Zinsdifferenz. Ja, und wie man gesehen hat, sowohl vor der Internetblase als auch vor dem Platzen der Immobilienblase, als auch sogar vor dem Corona-Crash, ist diese Zinsstrukturkurve in diesen negativen Bereich gerutscht, diese Zinsdifferenz. Ja, und das war zumindest bei den drei letzten großen Blasen, die geplatzt sind, oder Corona-Crash kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass es eine Blase war, aber es war eine große Korrektur auf jeden Fall, die dann erstmal aufgetreten ist. Vor diesen drei Rezessionen, den letzten auf jeden Fall, gab es hier, hat sich das eben bemerkbar gemacht in einer negativen Zinsdifferenz. Dann will ich jetzt noch ganz kurz darauf eingehen, auf verschiedene Marktsegmente, weil das Zinsniveau und das Inflationsniveau natürlich auch was, ja, weil nicht alle Aktien sozusagen gleichermaßen darauf reagieren. Eine wichtige Unterscheidung, wir hatten es ja vorher schon vom Value Investing sozusagen. Man kann sozusagen grob unterteilen in Value-Aktien und Growth-Aktien. Also Value-Aktien sind sozusagen günstig bewertete Unternehmen, zum Beispiel anhand von so Kennzahlen wie KGV oder KBV, Kurs-Buch-Wert-Verhältnis. Es sind auch Unternehmen, die häufig etwas älter sind, aus langweiligeren Branchen kommen, die nicht mehr so stark wachsen, also die eher in gesättigten Geschäftsfeldern aktiv sind. Klar, es gibt natürlich immer Bereiche der Wirtschaft, wo die Aktivität nicht mehr so stark wächst, wenn Sie jetzt Stahlbranche oder Ähnliches nehmen oder Schwerindustrie oder so. Das sind alte Branchen, ja, wo die Kapazitäten nicht mehr, wo die Nachfrage nicht mehr stark wächst langfristig. Und ja, solche Unternehmen sind eben wegen dieses geringen Wachstums, das mit ihnen verbunden ist, das ist zumindest ein Teil der Erklärung, sind solche Unternehmen häufig auch günstiger bewertet, die Aktien. Das wären dann typische Value-Aktien sozusagen. Wenn man allein jetzt nach solchen Kennzahlen wie KGV oder KBV geht, die sind günstig bewertet. Und am anderen Ende des Spektrums stehen sozusagen schnell wachsende Technologieunternehmen, wo Umsätze und Gewinne rasant wachsen, wo aber vielleicht auch noch gar keine Gewinne erzielt werden, wo aber die Umsätze extrem stark wachsen. Ja, und wegen dieses hohen Wachstums und weil es da eben viel, viel Fantasie gibt, auch für die Zukunft, viel Kursfantasie, sind solche Aktien auch häufig sehr hoch bewertet, also teuer bewertet im Verhältnis zum aktuellen Gewinnniveau oder zum aktuellen Buchwert. Ja, und so kann man eben grob unterscheiden zwischen Value- und Growth-Aktien. Ja, und was hat sich da in den vergangenen Jahren gezeigt? Seit der Finanzkrise von 2008, man sieht es hier anhand des Vergleichs von zwei ETFs, die sozusagen einmal in Growth-Aktien investieren und andererseits in Value-Aktien investieren. Also es sind jetzt hier recht spezielle ETFs, die eben Aktien anhand eines solchen Schemas auswählen, in besonders wachstumsstarke Titel investieren, beziehungsweise in besonders günstig bewertete Aktien investieren. Ja, und welches Bild zeigt sich da? Seit der Finanzkrise 2008 haben Growth-Aktien eben Value-Aktien extrem stark outperformt. Also es war die Phase der Wachstumsunternehmen. Nicht nur in Europa, das sind jetzt hier europäische Unternehmen, in den USA war es sogar noch deutlich extremer. Wenn Sie sich den Nasdaq-Index anschauen und Unternehmen, die eben darin gelistet sind, ja, Technologieaktien, schnell wachsende Technologieunternehmen, deren Aktien sind sozusagen durch die Decke gegangen, während eher langweiligere Aktien, ja, ja, man damit nicht besonders viel Geld verdienen konnte, um es mal sehr lapidar zu sagen. Ja, und ja, seit November 2020 ändert sich das Bild allerdings wieder so ein bisschen. Das war auch da, wo ab dem Zeitpunkt sozusagen, wo absehbar war, dass Impfstoffe verfügbar sein werden, wo auch klar war, die Notenbanken bleiben sozusagen auf dem Gaspedal erstmal und pumpen noch mehr Geld in die Märkte. Und wo klar war, die Inflation wird anziehen. Da hat sich das so ein bisschen geändert.
Da haben dann auf einmal die Value-Aktien angefangen, eine Outperformance zu erzielen gegenüber den Growth-Aktien. Sieht man hier auch ganz gut. Das hat im Prinzip tatsächlich an dem Tag angefangen, als bekannt wurde, dass die Impfstoffe eben eine hohe Wirksamkeit haben gegen das Coronavirus. Ja, und da kam es dann zu einer riesigen Neubewertung. Also da sind viele sehr günstig bewertete Aktien. Viele davon waren auch typische Corona-Verlierer natürlich, weil diese Aktien im Crash besonders stark abgestürzt waren, weil man eben gesagt hat, da gibt es keine Zukunft mehr bei diesem Geschäftsmodell. Also gerade wenn man an Tourismussektor oder ähnliches denkt, ja, da werden künftig deutlich kleinere Brötchen gebacken sozusagen. Diese Aktien sind sehr stark abgestürzt im Corona-Crash. Aber da kam es dann eben ab November 2020 dann auch wieder zu einer relativ starken Erholung. Und wenn man eben Value versus Growth unterscheidet, dann haben eben die Value-Aktien hier eine deutliche Outperformance gezeigt gegenüber den Growth-Aktien. Man muss allerdings auch dazu sagen, ja, der Höhepunkt dieser Entwicklung, zumindest der vorläufige Höhepunkt, war schon im Mai und jetzt geht es schon wieder eher in die andere Richtung in den vergangenen paar Wochen. In den vergangenen paar Wochen haben die Growth-Aktien eigentlich wieder eine Outperformance gezeigt. Und man muss auch dazu sagen, im langfristigen Vergleich eben, ja, da fällt es kaum ins Gewicht. Also man sieht hier am Ende diesen kleinen Rücksetzer bei den Growth-Aktien, aber ja, die Value-Aktien sind hier auch gefallen wieder. Und diese Outperformance fällt hier im sehr langfristigen Vergleich eigentlich kaum ins Gewicht. Also hier würde man es kaum erkennen, dass sozusagen ab Ende 2020 eine Zeit lang die Value-Aktien doch besser performt haben als die Growth-Aktien. Ja, und es bleibt jetzt abzuwarten, ob das jetzt tatsächlich sozusagen ein Paradigmenwechsel ist für den Markt, der jetzt längere Zeit anhalten wird und der Markt stärker wieder eben auf günstig bewertete Aktien schaut oder ob es so weitergeht wie in den vergangenen Jahren, dass sozusagen Wachstum alles ist. Und das hängt natürlich auch ganz stark vom Zinsniveau ab. Ich möchte darauf jetzt gar nicht im Detail eingehen, aber sehr niedrige Zinsen begünstigen natürlich auch Wachstumsaktien. Das hat einfach damit zu tun, dass Wachstumsaktien einen größeren Anteil ihrer Gewinne erst in der weiteren Zukunft erzielen werden. Und diese Gewinne müssen dann eben auch, wenn das Zinsniveau niedriger ist, zu einem niedrigeren Zins abgezinst werden, wenn man berechnet, wenn man den Gegenwartswert dieser Gewinne berechnet sozusagen. Ja, soweit möchte ich jetzt aber gar nicht in die Details einsteigen. Man kann sich aber als Faustformel merken, niedrige Zinsen sind tendenziell gut für Growth-Aktien. Und höhere Zinsen, höhere Inflation sind tendenziell eher besser für Value-Aktien. Und das hat sich auch eben ab Ende 2020 hier ganz gut gezeigt, als hier auch Anfang, ja, im ersten Quartal 2021 dann diese Inflationssorgen relativ stark gespielt wurden. Da haben die Value-Aktien dann eben auch eine deutliche Outperformance auf einmal wieder gezeigt. Aber bleibt natürlich abzuwarten, ob das auf Dauer Bestand haben wird oder ob das jetzt mehr so eine Momentaufnahme war. Man kann auch unterscheiden, Corona-Gewinner, Corona-Verlierer. Ich möchte da jetzt nur ganz kurz drauf eingehen. Das ist mit dem Formel-Editor auf Guidance gemacht. Da können Sie sozusagen eigene Indizes kreieren, wenn Sie so wollen. Und ja, ich habe hier mal zwei ganz einfach gestrickte Indizes, jeweils nur mit fünf deutschen Aktien. Mehr oder nicht deutsch, nicht alle sind wirklich deutsch, also Shop Apotheke ist ja in den Niederlanden ansässig zum Beispiel, aber mit fünf Unternehmen, die auch stark in Deutschland geschäftstätig sind, sozusagen gemacht. Und ja, man sieht hier sozusagen auf der linken Seite die Corona-Gewinner, also Unternehmen, die eher profitiert haben von der Corona-Krise wie HelloFresh, die eben diese Kochboxen vertreiben, bei denen es dann auf einmal eine große Nachfrage gab oder der Online-Modehändler Zalando und so weiter. Und dann typische Verlierer wie die Lufthansa, TUI oder TUI, also aus dem Tourismussektor zum Beispiel. Ja, und auch hier hat sich eigentlich, wenn man die Charts so betrachtet, muss man auch hier sagen, also dass eigentlich diese Bewegung, die durch den Corona-Crash ausgelöst wurde, dass die eigentlich bisher überhaupt nicht, oder sie wurde zwar so ansatzweise ein bisschen korrigiert, vor allem im ersten Quartal 2021 war es dann so, dass dann auch hier die Corona-Verlierer auf einmal sich wieder deutlich stärker erholt haben, als die Corona-Gewinner verloren haben, aber wenn man sozusagen den gesamten Zeitraum seit Beginn der Corona-Krise betrachtet, dann muss man sagen, aus Sicht des Marktes sozusagen scheint die Krise noch nicht überwunden zu sein. Und im Gegenteil, der Markt scheint damit zu rechnen, dass, ja, dass Tourismus für längere Zeit
schwierig zum Beispiel bleiben wird, wenn man sich eben die Kursverläufe von Aktien wie Deutsche Lufthansa oder TUI anschaut. Also der Markt rechnet hier nicht mit einer schnellen Rückkehr zu den Gegebenheiten, wie sie eben vor Corona der Fall waren. Und wenn man das anhand eines Charts ausmachen möchte, dann muss man sich nur die Aktien der Impfstoffhersteller anschauen, die zuletzt auch wieder extrem stark explodiert sind. Und das ist jetzt ein ganz einfacher Index, der einfach so konstruiert ist, dass die Aktienkurse der einzelnen Impfstoffhersteller einfach addiert werden, also sehr, sehr rudimentär. Sogenannter preisgewichteter Index, wo einfach die Aktienkurse addiert werden und ja, da sieht man eben, dass auch zuletzt die Kurse wieder extrem stark explodiert sind, der Impfstoffhersteller, und der Markt hier eben bisher nicht einzupreisen scheint, dass diese Corona-Krise sehr schnell vorbei sein wird. Also am Markt ist man da eher ein bisschen skeptisch. Man glaubt zwar, dass es der Wirtschaft ganz gut geht, auch mit Corona, durch die Hilfen der Regierungen und Notenbanken, das auf jeden Fall. Die Aktienmärkte waren ja auch wieder auf Rekordniveau sozusagen. Also an den Aktienmärkten besteht durchaus Optimismus, was die Wirtschaft betrifft, aber kein Optimismus, dass die Corona-Krise sozusagen schnell überwunden wird und wir wieder zu einem Zustand zurückkehren, wie er vor der Corona-Krise war. Aber man muss natürlich auch sagen, das sind immer nur Momentaufnahmen und sowas kann so eine solche Anschätzung. Einschätzungen können sich natürlich auch ganz schnell wieder ändern. Das muss man natürlich durchaus mit dazu sagen. Ja, jetzt will ich aber zum zweiten Teil des Webinars kommen und nochmal aus charttechnischer Perspektive einen Blick auf die Märkte werfen. Und ich habe schon gesagt, ich will das anhand eines bestimmten Indikators tun, des Ichimoku Kinkō-Hyō. Ich habe es vorher auch schon erwähnt. Ein Vorteil dieses Indikators, der aus Japan stammt, besteht eben darin, ja, dass es da sozusagen ein klares systematisches Vorgehen gibt, wie man das auswertet und man dann auch sozusagen eine klare Antwort erhält, was der Indikator einem aktuell zu sagen hat zu dem Markt sozusagen. Ja, das war lange Zeit eben eine Technik, die nur in Japan sehr populär war. Die wurde dann aber so ab den 90ern oder 2000er Jahren auch im Westen immer bekannter. Da gab es ein paar, die das sozusagen nach Europa und in die USA gebracht haben. Diese Auswertungsmethode, Sie wissen ja, Japan hat auch eine sehr lange Geschichte, was Finanzmärkte betrifft und so weiter. Da wurden ja auch schon im 16., 17. Jahrhundert Reisfutures sozusagen gehandelt, also künftige Reispreise mehr oder weniger. Auch da gab es so eine Art technische Analyse. Also auch da hat man da angefangen, Preise aufzuzeichnen und versucht eben aus der Entwicklung aus der Preisentwicklung eben Rückschlüsse auf die künftige Kursentwicklung eben zu ziehen. Und nichts anderes macht ja die Charttechnik oder die technische Analyse. Und so gibt es eben neben den USA, wo ja Charles Dow zum Beispiel einer der Begründer der modernen technischen Analyse war, kamen viele Impulse auch aus Japan. Zum Beispiel auch der Candlestick-Chart, den wir ja ständig nutzen. Auch das war sozusagen eigentlich eine ursprünglich japanische Art und Weise, die Preise aufzuzeichnen, hat sich aber inzwischen durchgesetzt. Ja, wie funktioniert dieser Ichimoku-Indikator? Wenn man nicht damit vertraut ist, dann sieht es so aus, als wird es dadurch eher komplizierter, den Markt zu betrachten. Also ganz klar, ohne die Linien würde man auch sehen, der S&P 500 befindet sich hier in einem Aufwärtstrend und steigt. Und jetzt werden hier noch so fünf weitere komische Linien eingezeichnet. Wenn man den Indikator sozusagen nicht gewohnt ist, dann wirkt es am Anfang eher komplizierter, als dass es irgendwie leichter wird dadurch. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat und sich damit vertraut gemacht hat, dann ändert sich die Perspektive sozusagen. Dann ja, dann liefern diese Linien durchaus einen gewissen Mehrwert noch gegenüber der reinen Preisbetrachtung. Und nur ganz kurz, wie werden diese fünf Linien berechnet? Darauf möchte ich nur ganz kurz eingehen. Das muss man auch nicht ständig im Hinterkopf haben, wenn man jetzt die wenn man sozusagen die Aussagen des Indikators verstehen möchte. Aber es hilft natürlich schon. Also wenn man sich tiefgehender damit beschäftigt, dann sollte man schon verstehen, auch wie diese Linien hier eingezeichnet werden, wie diese Linien berechnet werden. Es sind fünf verschiedene Linien. Die populärste Komponente, viele begnügen sich auch damit, ist eigentlich diese Wolke hier, die auch Zukunftswolke genannt wird. Wie hier die Linien berechnet werden, erkläre ich gleich. Aber da diese Linien eben auf den beiden anderen Linien basieren, fange ich jetzt erstmal mit denen hier an.
Diese schwarze Linie, die Sie hier sehen, der G-Code, das ist nichts anderes als die aktuelle Kursentwicklung sozusagen, aber 26 Tage in die Vergangenheit versetzt. Also der aktuelle Kurs sozusagen wird hier 26 Handelstage in die Vergangenheit versetzt. So entsteht diese schwarze Linie. Also die schwarze Linie ist nichts anderes als der Kursverlauf, nur eben um 26 Tage in die Vergangenheit versetzt. Der Tenkan berechnet sich, indem man die Höchst- und Tiefstkurse der letzten 9 Perioden nimmt und sozusagen den Durchschnitt bildet, also immer der jeweils letzten 9 Perioden. Der Kitchun hier berechnet sich auf die gleiche Art und Weise, nur nimmt man hier nicht die letzten 9 Perioden, sondern die letzten 26 Perioden. Also Höchst- und Tiefstkurs ist gemeint, der höchste Kurs der letzten 9 Perioden und der tiefste Kurs der letzten 9 Perioden. Und aus diesen beiden Kursen sozusagen der Durchschnittskurs berechnet. Das habe ich jetzt hier nicht ganz klar beschrieben. Also es sind jeweils zwei Kurse, die in die Berechnung eingehen. Immer der höchste Kurs der letzten 9 bzw. 26 Tage und der tiefste Kurs. Und daraus wird einfach ein Durchschnitt berechnet. Und deswegen kann es auch sein, dass die Linie lange Zeit sozusagen parallel verläuft, wenn es hier eben keine neuen Höchstkurse oder Tiefstkurse der letzten 26 Perioden zum Beispiel gab, sondern da weiterhin die gleichen Kurse in die Berechnung einfließen. So werden diese beiden Linien berechnet. Sie können das so ein bisschen mit gleitenden Durchschnittslinien vergleichen. Der Tenkan reagiert sozusagen schneller auf Änderungen des Trends als der Kitchun, einfach weil hier die kürzere Vergangenheit betrachtet wird. Also nur die letzten 9 Perioden, während hier eine längere Zeitspanne einfließt in die Berechnung des Kitchun. Und das bedeutet dann eben, wenn der Tenkan über dem Kitchun steht, dann ist es eben kurzfristig, liegt der Durchschnitt der Höchst- und Tiefstkurse der letzten 9 Tage eben über dem der letzten 26 Tage und es ist dann eben typischerweise ein Aufwärtstrend. So ähnlich wie bei gleitenden Durchschnitten auch. Wenn Sie dann den gleitenden Durchschnitt mit einer kurzen Periode nehmen und einen mit einer sehr langen Periode, dann liegt in einem Aufwärtstrend auch typischerweise der gleitende Durchschnitt mit der kürzeren Zeitdauer über dem der längeren Zeitdauer. Und mit gleitenden Durchschnitten kann man ja auch Trends zum Beispiel bestimmen. Also da kann man ja auch ähnliche Trendfolgesysteme konstruieren, wie man das auch mit dem Ichimoku eben machen kann. Bloß hier wird eben hier werden keine gleitenden Durchschnitte genommen, sondern nur der höchste und tiefste Kurs einer bestimmten Zeitdauer. Ja, und wie berechnet sich jetzt die Wolke? Die oberste Linie der Wolke ist einfach der Durchschnittskurs von Tenkan und Kitchun, und zwar 26 Tage in die Zukunft versetzt. Und die zweite Linie, die untere Linie, die besteht aus dem Mittelwert, beziehungsweise besteht aus dem höchsten und tiefsten Kurs der letzten 52 Handelstage und wird ebenfalls 26 Tage in die Zukunft versetzt. Also man betrachtet heute den höchsten und tiefsten Kurs der letzten 52 Handelstage, berechnet den Durchschnitt und das wird dann hier als 26 Tage sozusagen in der Zukunft aufgetragen. Ja, und was bringt einen das Ganze jetzt? Anhand dieser 5 Linien hat man dann auch letztlich 5 verschiedene Signale zur Verfügung, die man eben auswerten kann, um zu sehen, ob sich ein Markt in einem Aufwärtstrend und in einem Abwärtstrend befindet. Und es geht auf sehr systematische Art und Weise. Und das möchte ich jetzt mal kurz demonstrieren sozusagen. Hier nochmal sozusagen der gesamte Ichimoku Kinko hier dargestellt. Man kann aber natürlich auch nur die einzelnen Komponenten darstellen. Und 2 Signale ergeben sich einfach daraus, indem man eben betrachtet, ob der Kurs aktuell über der Wolke notiert oder unter der Wolke. In einem typischen Aufwärtstrend steht der Kurs sozusagen über der Wolke, wie Sie auch hier im S&P 500 sehr schön erkennen. Da war der Kurs eigentlich immer über der Wolke hier in den letzten Monaten. Und man sieht auch, die Wolke kann auch als Unterstützung oder als Widerstand dienen, sozusagen in der Kursentwicklung. Da sieht man immer mal wieder, dass sozusagen der Kurs auch an der Wolkenuntergrenze oder Obergrenze kehrt macht, dass er hier nochmal in die andere Richtung tendiert oder dass, wenn er hier eben durch diese Barriere mehr oder weniger durchgeht, dass sich dann die Bewegung auch beschleunigt. Also ja, die Wolke funktioniert auch als Widerstand oder als Unterstützungsniveau sozusagen. Das erste Signal ergibt sich einzig daraus, indem man schaut, wie der Kurs im Verhältnis zur Wolke steht, über der Wolke, in der Wolke oder unter der Wolke. Über der Wolke wäre jetzt eben Long-Signal, in der Wolke wäre ein neutrales Signal und unter der Wolke wäre eher ein Short-Signal.
Dann kann die Wolke auch noch zwei verschiedene Farben annehmen, grün oder rot. Grün ist sie dann, wenn diese Senkusspan-A-Linie über diese Senkusspan-B-Linie verläuft. Und wenn diese obere Linie durch die untere sinkt, was jetzt hier im S&P 500 in den letzten Monaten gar nicht der Fall war, dann ändert sozusagen die Wolke ihre Farbe. Und ja, wenn die Wolke grün ist, dann ist das ein positives Zeichen, dann ist das sozusagen auch ein Long-Signal nach Ichimoku, Kikuhiyo. Und wenn die Wolke in den roten Bereich dreht, dann wäre das ja das Umgekehrte sozusagen der Fall. Dann das dritte Signal ergibt sich, indem man den Kurs mit dem Kitchen vergleicht. Das ist diese rote Linie hier, diese dicke rote Linie, nicht die rote Linie, die sich aus der Wolke ergibt, sondern diese dicke rote Linie. Ja, und hier wird einfach geschaut, steht der Kurs über dem Kitchen oder darunter. Und Sie sehen hier beim S&P 500 war er auch die meiste Zeit über dem Kitchen. Er ist nur ein paar Mal auch darunter gerutscht, immer mal wieder. Da gab es dann sozusagen ein kurzes Short-Signal. Aber ein Signal alleine beim Ichimoku spielt keine so große Rolle, sondern man achtet eher so auf das gesamte Signalbild auch. Also man kann natürlich auch einzelne Signale handeln, wenn man das möchte. Aber im Prinzip dient der Ichimoku Kikuhiyo eher dazu, sozusagen ein Gesamtbild abzuschätzen zu einem bestimmten Basiswert. Und da war es auch hier so, dass der S&P 500 in den letzten Monaten die meiste Zeit eben über diesem Kitchen notiert hat, was dann aus Ichimoku-Sicht eben eher positiv zu werten wäre. Dann wird noch der Tenkan mit dem Kitchen verglichen. Das ist hier diese blaue Linie, die wird mit der roten Linie verglichen. Und hier ist so, dass der Tenkan ist ja der schnellere Durchschnitt sozusagen, wenn man so will, 9 Tage und der Kitchen 26 Tage. Wenn diese 9 Tage Linie sozusagen über der 26 Tage Linie steht, dann ist es ebenfalls positiv zu werten. Und umgekehrt eben, wenn der Tenkan unter dem Kitchen steht. Ja, und dann zuletzt wird noch dieser Chiku, also der aktuelle Kurs 26 Tage in die Vergangenheit versetzt, verglichen. Und zwar wird er verglichen mit dem damaligen Kursniveau und mit dem Stand der damaligen Wolke. Also man schaut an der Stelle, wo der Chiku endet sozusagen, schaut man runter und schaut, ist der Chiku über dem Kurs und über der Wolke? Das wäre positiv. Neutral wäre sozusagen, wenn der Chiku zwischen Kurs und Wolke wäre oder wenn er in der Wolke wäre. Und negativ zu werten wäre, wenn der Chiku eben unter der Wolke und unter dem Kurs wäre. Genau, und auch hier beim S&P 500 sozusagen aktuell der Chiku über dem Kurs und über der Wolke. Was ich bei der Wolke noch nicht dazu gesagt habe, was aber ganz wichtig ist, und wenn ich die Farbe der Wolke bestimme, ob die jetzt rot oder grün ist, dann schaue ich immer am rechten Chartrand. Also ich schaue nicht zum aktuellen Zeitpunkt, sondern ich schaue bei dem Punkt in der Zukunft, der am fernsten liegt sozusagen. Also ganz rechts sozusagen schaue ich mir die Farbe der Wolke an. Wenn hier die Wolke auf rot wechseln würde, dann wäre das auch schon zum aktuellen Zeitpunkt sozusagen so zu werten. Aber wenn ich den Kurs natürlich mit der Wolke vergleiche, dann vergleiche ich den aktuellen Kurs mit dem Niveau, das die Wolke an dem aktuellen Zeitpunkt hat und nicht mit dem Zeitpunkt in der Zukunft. Also ich schaue einfach, ist der Kurs über der Wolke oder unter der Wolke, so wie die Wolke eben eingezeichnet ist. Genau. Ja, das war's schon mit dem S&P 500. Und ja, diese Analyse kann man jetzt sozusagen mit jedem beliebigen Basiswert durchführen und man hat dann sozusagen eine systematische Antwort, die einem dieser Indikator liefert. Ob man dieser Antwort dann vertraut oder wie man diese Antwort dann natürlich in Trading-Signale umsetzt, das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Das muss man auch dazu sagen. Also man kann natürlich den Trend handeln bei Ichimoku. Man könnte aber, wenn man jetzt einen sehr antizyklischen Ansatz verfolgt, könnte man natürlich auch zum Beispiel darauf setzen, dass sich so ein Trend umkehrt. Auch das wäre natürlich nicht ausgeschlossen, dass man den Ichimoku sozusagen auf diese Art und Weise einsetzt. Auch wenn er traditionell sozusagen als Trendfolgeindikator eingesetzt wird, also um den vorherrschenden Trend zu bestimmen und um dann in Richtung des vorherrschenden Trends eher zu investieren. Aber wie gesagt, nichts funktioniert immer und auch das funktioniert natürlich nicht immer. Ganz im Gegenteil, kann es auch Marktsituationen geben, wo es sich viel mehr auszahlen kann, in die Gegenrichtung natürlich zu spekulieren. Das ist durchaus so. Ja,
wollen wir mal einen Blick mit dem Ichimoku auf die wichtigsten Basiswerte werfen. Den S&P 500 habe ich Ihnen schon gezeigt. Machen wir kurz mit den anderen US-Indizes weiter. Beim Dow Jones ist das Bild nicht ganz so schön. Allerdings liegen auch hier aktuell 5 Long-Signale wieder vor. Das war jetzt nicht die ganze Zeit der Fall. Sie sehen hier, die Wolke ist eine Zeit lang mal rot gewesen. Sie sehen auch, der Kurs ist mal in die Wolke abgetaucht. Ist hier auch unter den Kitschun gerutscht, eine Zeit lang, 2 Handelstage lang. Hier hat sich das dann doch deutlich eingetrübt, eine Zeit lang. Aber Sie sehen, der Markt hat sich inzwischen wieder erholt und inzwischen liegen auch hier wieder 5 Long-Signale vor. Also der Kurs steht über der Wolke, die Wolke ist grün, der Kurs steht über dem Kitschun, der Tenkan, die blaue Linie steht über dem Kitschun und der Chikuu hier, die schwarze Linie steht über Kurs und über der Wolke. Also auch beim Dow Jones aktuell hier fünf Long-Signale. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen. Genau. Gehen wir zum Nasdaq 100. Ja, auch der Nasdaq 100 befindet sich nach Ichimoku sozusagen in einem Aufwärtstrend. Auch hier der Kurs aktuell über der Wolke. Die Wolke ist grün. Der Kurs ist über dem Kitschun. Der Tenkan ist über dem Kitschun und der Chikuu ist über dem Kurs und über der Wolke. Auch beim Nasdaq 100 zeigt der Ichimoku-Indikator sozusagen aktuell fünfmal, zeigt der Ichimoku-Indikator aktuell fünfmal nach oben. Was natürlich nicht heißt, dass es eine gute Trading-Entscheidung unbedingt wäre, auf diesem erhöhten Niveau jetzt noch einzusteigen in den Markt. Das muss einem natürlich auch klar sein. Was man dann tradet, ist nochmal eine ganz andere Frage. Klar, als der Markt noch nicht so stark gestiegen war und sich die Situation aufgehellt hat, war das natürlich für einen neuen Trade wahrscheinlich eine deutlich bessere Ausgangssituation als auf einem Niveau, wo sozusagen der Markt schon gestiegen ist, stark gestiegen ist. Und ich habe schon gesagt, man könnte den Ichimoku-Indikator natürlich auch entgegengesetzt einsetzen, indem man eben dann auf eine Trendumkehr mehr oder weniger spekuliert. Aber aus Ichimoku-Sicht auch hier beim Nasdaq aktuell 5 Long-Signale. Ja, am deutschen Aktienmarkt sieht es nicht mehr ganz so positiv aus. Da auch nach dem Kurssturz am Montag saß da sogar eine Zeit lang, haben hier sogar die negativen Signale überwogen gegenüber dem Long-Signalen ganz kurz. Aber es hat natürlich hat nicht unbedingt was bedeutet, wie Sie jetzt sehen. Der Kurs hat sich auch wieder erholt. Ja, und wenn man jetzt sich die Signallage anschaut, dann überwiegen hier beim DAX aktuell, ja, überwiegt hier eine neutrale Signallage. Der Kurs ist in der Wolke, das ist neutral zu werten. Die Wolke ist noch grün, das ist ein Long-Signal. Der Kurs liegt hier ganz knapp unter dem Kitschun aktuell, das wäre sogar ein Short-Signal. Oder wenn man es anders will, wenn man sagt, der liegt ungefähr auf Höhe des Kitschun, kann man auch sagen, ja, das ist ein neutrales Signal, Kurs in Beziehung zum Kitschun. Und der Tenkan liegt auch auf derselben Höhe wie der Kitschun, also die blaue Linie, Sie sehen, liegt auf derselben Höhe wie die rote Linie. Das ist ebenfalls neutral zu werten. Und der Chikuu liegt zwischen Kurs und zwischen der Wolke. Auch das wäre neutral zu werten. Also beim DAX derzeit, ja, 3 bis 4 neutrale Signale, je nachdem, wie man das hier wertet, ob man das jetzt als neutral oder als Short-Signal wertet. 3 bis 4 neutrale Signale und ja, ein Long-Signal und 1 bis 2 Short-Signale. In der zweiten Reihe am deutschen Aktienmarkt sieht es noch besser aus. Hier beim MDAX zum Beispiel. Beim MDAX haben wir aktuell noch 4 Long-Signale. Der Kurs liegt über der Wolke. Die Wolke ist noch grün. Der Kurs liegt auch über dem Kitschun wieder. Er lag die letzten 2 Handelstage darunter. Das wäre ein Short-Signal gewesen. Hier, als der Kurs unter den Kitschun gerutscht ist, er hat sich aber inzwischen wieder erholt. Das ist wieder ein Long-Signal. Der Tenkan liegt auf Höhe des Kitschun, das ist jetzt neutral zu werten, und der Chikuu liegt inzwischen wieder über dem Kurs und über der Wolke, das wäre auch wieder long zu werten. Auch hier gab es eine neutrale Kurssituation sozusagen, eine neutrale Signallage 2 Tage lang, aber auch hier ist der Chikuu wieder gestiegen und notiert jetzt wieder über dem Kurs. Gut, ja, wir sind zeitlich leider schon sehr weit fortgeschritten. Ich habe etwas länger gebraucht, als ich es erwartet habe. Ich würde jetzt gerne noch, wenn Sie noch ein paar Fragen haben, kann ich gerne noch auf die Fragen eingehen. Ich kann gerne auch noch, wenn Sie jetzt noch vielleicht 2, 3 Basiswerte haben,
die Sie ausgewertet haben wollen mit dem Ichimoku-Indikator, kann ich das gerne auch noch machen. Ich weiß nicht, sind jetzt viele Fragen reingekommen oder eher nicht? Ja, für den Imushoko wurde gefragt, wie es denn aussieht bei dem DAX. Beim DAX, genau, auf den DAX bin ich ja jetzt gerade schon eingegangen. Also beim DAX aktuell eine neutrale Signallage überwiegend. Kurs in der Wolke, Wolke grün ist noch positiv zu werten. Kurs auf Höhe des Tenkan, Kitchen auch auf Höhe des Tenkan ist neutral zu werten. Und der Chikou zwischen Kurs und Wolke auch neutral zu werten. Also mehrheitlich eine neutrale Signallage nach diesem Kursrutsch am Montag. Bis Montag muss man, oder bis Freitag muss man sagen, sah es noch deutlich besser aus im DAX. Da waren es hier auch vier Long-Signale oder so, aber durch diesen Kursrutsch am Montag hat sich da die Signallage doch deutlich eingetrübt. Gibt es noch weitere Basiswerte, wo die User vielleicht gefragt Ich schaue haben? gerade mal nach. SAP würde den SAP, einloggen. ja, habe ich Ah, jetzt hier gar ja. nicht drin. Schaue ich mir aber auch mal an. Genau, SAP, ja, SAP, eigentlich positiv. Also der Kurs liegt noch über der Wolke. Die Wolke ist noch grün, wie man hier sieht. Der Kitchen liegt jetzt auf Höhe des Tenkan, das ist neutral zu werten. Und der Kurs liegt unter dem Kitchen, das wäre jetzt ein negatives Signal. Und das hier wäre nochmal ein neutrales Signal. Also der Chiku ist jetzt auch wieder zwischen Kurs und Wolke gerutscht. Also ja, zwei neutrale, zwei Long-Signale und ein Short-Signal. Also ja, neutral kann man sagen, neutral bis beziehungsweise halt, ich habe mich, also zwei Long-Signale, zwei neutrale und ein Short-Signal. Also neutral bis long, wenn man so möchte. Dann haben Aktuell. wir auch noch Gold als Gold, ja. Gold. Genau, natürlich auch ein sehr beliebter Basiswert. Man muss hier auch dazu sagen, vielleicht mal als Negativbeispiel, also wenn Sie sich hier den Kursverlauf der vergangenen Monate anschaut, da hätte Ihnen der Ichimoku jetzt nicht unbedingt weitergeholfen, also beziehungsweise auch in den letzten Jahre. Also ganz klar, wenn Basiswert so stark in der Range zum Beispiel tendiert, dann gibt es hier natürlich ständig Fehlsignale, auch mit dem Ichimoku-Indikator, die Ihnen dann letztlich nicht helfen. Wo Ihnen der Ichimoku aber natürlich sehr behilflich ist, ist in so einer starken Trendphase, da funktioniert es dann auch tatsächlich sehr, sehr gut. Da kann es dann sehr, sehr gut funktionieren, wenn Sie sich nach dem Ichimoku richten. Aber ganz klar, wenn es hier ständige Änderungen der Bewegungsrichtung gibt und der Markt sehr volatil ist, wie das auch bei Gold häufig der Fall ist, muss man dazu sagen. Also eher schwach ausgeprägte Trends, dafür aber sehr volatile Bewegungen in die Entgegentrendrichtung, dann funktioniert der Ichimoku natürlich nicht so gut. Trotzdem kann man es natürlich jetzt mal mit dem Ichimoku auswerten und ja, also der Kurs liegt aktuell unter der Wolke, die Wolke ist auch rot, das sind schon mal zwei Short-Signale. Der Kurs liegt allerdings über dem Kitchen, über dieser roten Linie, das wäre ein Long-Signal. Der Tenkan liegt jetzt auch wieder über dem Kitchen, das wäre ein weiteres Long-Signal. Ja, und der Chiku liegt hier in der Wolke, das wäre neutral, also bei Gold auch neutral zu werten. Zwei Short-Signale, zwei Long-Signale und ein neutrales Signal, also auch hier nach Ichimoku aktuell keine klare Signallage. Dann würde ich jetzt mal noch ganz kurz auf den Euro-US-Dollar eingehen, auch das ja ein häufig oder ein beliebter Basiswert. Ja, hier durch diesen Kurseinbruch hat sich die Signallage hier stark eingetrübt und hier liegen tatsächlich jetzt fünf Short-Signale sogar vor. Also der Kurs liegt unter der Wolke, die Wolke ist rot, der Kurs liegt unter dem Kitchen, der Tenkan liegt unter dem Kitchen und der Chiku liegt unter dem Kurs und unter der Wolke. Das wären hier tatsächlich jetzt fünf Short-Signale, aber auch beim Euro muss man dazu sagen, wenn man sich das so in der Vergangenheit mal anschaut. Ja, also auch der Euro ist ein sehr volatiler Markt, der eher kaum Trendphasen ausbildet, der im Gegenteil immer mal wieder so starke ja, volatile Bewegungen entgegen der Trendrichtung hat und da würde einem der Ichimoku-Indikator jetzt nicht unbedingt hilfreich sein. In solchen Trendphasen wie hier, da funktioniert es natürlich gut, aber wenn Sie Kursbewegungen wie hier haben, wo es ständig hoch und runter geht, und keine klaren Trends zu erkennen sind, sondern die Volatilität sozusagen überwiegt hier gegenüber dem Trend, dann ist es nicht Ihnen nicht unbedingt behilfreich. Und dann kann es womöglich auch ganz gut sein, sich zum Beispiel mal einfach den Ichimoku als Kontraindikator anzuschauen, also entgegen der Richtung zu spekulieren, was der Ichimoku einem empfiehlt. Auch das bleibt einem natürlich ganz unbenommen. Auch das kann man natürlich tun. Wie man den einsetzt, das muss natürlich dann jeder letztlich selber wissen.
wie es immer so schön ist. Ja, und wir sind jetzt leider schon am Ende angekommen. Ich hatte mich mit der Zeit ein bisschen verschätzt, muss ich dazu sagen. Ich hoffe, dass es für Sie interessant war. Ich hoffe, dass Sie was mitnehmen konnten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ja, wenn Sie sich für den Ichimoku interessieren, Sie sehen es auf Guidance, können Sie den ganz einfach einblenden. Ich muss dazu sagen, ich habe die Farbgebung hier ein bisschen abgeändert, wie es den Original-Ichimoku-Regeln entspricht. Wenn Sie den Ichimoku in der Originalversion hier einblenden, dann sehen die Farben ein bisschen anders aus, aber Sie werden, ja, Sie können diese Farben ganz einfach dann hier, also hier sehen, liegen da andere Signalfarben vor, aber Sie können eben diese Signalfarben hier ganz einfach auch bearbeiten. Ja, schauen Sie sich einfach, ich schreibe immer wieder auch Artikel zum Ichimoku, da können Sie dann auch sehen, welche Farben ich da genommen habe, um das abzugleichen sozusagen. Aber Sie können natürlich auch mit jeder beliebigen anderen Farbgebung arbeiten. An der Aussage ändert sich dadurch natürlich nichts. Genau, ja, ich hoffe, dass Sie was mitnehmen könnten. Konnten, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ich heute Abend mit dabei sein durfte im SocGen-Webinar. Und ich denke, nächste Woche gibt es wieder ein sehr interessantes Webinar zur gleichen Zeit. Ja. Genau. Danke dir, Oliver, für deine zahlreichen Analysen. Also ich kann auch nur hoffen, dass Sie, liebe Zuschauer, einiges mitgenommen haben. Ich habe einiges mitgenommen und habe das auch fleißig notiert. Und ja, dann bleibt mir auch nichts weiteres übrig, als auch von unserer Seite Ihnen einen schönen, angenehmen Mittwochabend zu wünschen. Und wir würden uns auch freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und falls Sie Fragen haben sollten im Nachgang des Webinars, können Sie uns gerne schreiben. Dann werden wir dem Oliver Baron die Fragen zukommen lassen. Und Sie haben auch noch Möglichkeit, das Webinar sich morgen ab ja, 14 Uhr sich wieder anzuschauen auf unserem YouTube-Channel SG-Zertifikate. Da laden wir das Webinar auch wieder hoch. Dann verabschieden wir uns und ja, nochmal einen angenehmen Abend unsererseits. Tschüss. Tschüss.